Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Studio. Naja, so neu ist es jetzt gar nicht mehr. Zumindest nicht für mich. Ich bin nämlich schon vor einem Jahr umgezogen und habe mir dabei ein größeres Arbeitszimmer gegönnt. Was noch so alles in meinem zweiten Jahr hier bei YouTube passiert ist, das ihr gar nicht mitbekommen habt, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Hier nochmal der Stand zum Ende meines ersten Jahres bei YouTube. Während ich dachte, dass nach der Homeschooling-Phase die Nachfrage hier etwas abebbt, war das Gegenteil der Fall. Meine Videos produziere ich auch weiterhin primär für meinen Unterricht, aber es ist fein, dass auf diese Weise auch viele andere etwas davon haben. Und wenn ihr genauer wissen wollt, mit was ich mich so beschäftigt habe, dann klickt euch halt einfach mal durch die Videos. Mittlerweile ist übrigens auch ein kleiner Instagram-Frau-Schimpf-Kanal dazugekommen. Den bastel ich mir übrigens Stück für Stück mit Adobe InDesign zusammen. Die Beiträge dort greifen dabei Themen aus meinen Videos und meinem Unterricht auf und fassen diese noch einmal prägnant zusammen. In den Stories habt ihr außerdem direkten Zugang auf das, was ich so in meinem Unterricht mache. Es gibt übrigens neben meinem kleinen Kompositionsskizzenfetisch auch noch andere wirklich tolle Methoden, die ich euch hier zeige. Das gibt mir die Möglichkeit, die Materialien zu verlinken und mit euch zu teilen, zu denen ich noch kein Video habe. Falls ihr euch das Ganze anschauen möchtet, dann geht das aktuell nur über Instagram oder über das, was auf der Homepage von Kunstunterricht Ideen veröffentlicht ist. Schaut da gerne vorbei, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Neben Posts zu meinem Kunstunterricht passiert auf Instagram auch schon das, was ich mir schon lange für meinen YouTube-Kanal wünsche. Hier gibt es auch Themen der Ethik und Philosophie. Dazu verhandle ich meist die im Unterricht entstandenen Tafelbilder noch einmal Stück für Stück. Instagram bietet mir dabei die Möglichkeit, über den Unterricht hinaus die curricularen Inhalte stärker persönlich zu kommentieren und kritisch zu hinterfragen, in der Hoffnung, dass was passiert. Was da also los mit Ethik und Philo? Ich sag's euch, wir machen einen Test. Ihr bekommt ganz, ganz bald mein erstes Erklärvideo, nämlich dieses hier. Und dann schauen wir einfach mal, ob ihr immer noch glaubt, das lohne sich. Und bis dahin gibt's jetzt random Froschimpf-Info. Als mich im Februar vergangenen Jahres eine nicht unerhebliche kosmische Nachricht erreichte, fühlte ich mich dazu angestoßen, ein bisschen was zu ändern. Natürlich geht das nur, wenn man etwas an den realen Verhältnissen, also der materiellen Basis, ändert. Heißt, Umzug. Mein Marx musste also in die Kiste. Und mit dem Marx die ganze restliche materielle Basis. So übrigens auch das Arbeits-Wohnzimmer. Illustre 80 Treppenstufen später warteten bereits Sonne, Marx, Captain Nihilismus und One Eternity Later. Mein neues Studio. Arbeits- und Wohnzimmer sind endlich getrennt. Homeoffice. Und kennt ihr noch meine alte Kaffeemaschine? Upgrade. Scheiß auf Morning Routine. Ich hab Kaffee. Oder ist das Morning Routine? Egal, macht auf jeden Fall gute Laune und steigert die Produktivität immens. Und toll ist jetzt, dass ich einfach die Tür hinter mir zumachen und in mein Wohnzimmer gehen kann. Während also zu Hause die Entspannung schon voll im Gang ist, gibt es da auch noch Schule. Vom Frühjahr zum Sommer letzten Jahres kamen immer mehr Klassen immer kontinuierlicher zurück in den Präsenzunterricht. Und zack, war eigentlich alles wieder beim Alten. Sogar im Kopierraum. Endlich gab es wieder richtig gute Unterhaltung. Und Selbstunterhaltung. Es gab wieder Kunstausstellungen. Es gab wieder Kunstversteckspiele. In Klausuren wurde ich wieder mit Essen versorgt. Und die Kids mit Aufgaben. Nebenbei musste ein ganzer Stapel Skizzenhefte gebunden werden. Als Abi-Geschenk für meinen ganz wundervollen ersten Leistungskurs. With this tool, I shall give birth to art! Passend dazu fühlte ich mich auch in meinem neuen Nebenjob immer besser aufgehoben, bis ich dann einem Pummeluff über den Weg gelaufen bin. Wie ihr sehen könnt, war es an der alten Schule einfach zu gefährlich. Also nochmal ran an die materielle Basis. Ende des Schuljahres habe ich also auch hier meinen Koffer schon gepackt, mal wieder alles in den Körti gestellt und bin dem Ruf des Universums gefolgt. An eine Schule, die bisher irgendwie ganz gut zu mir zu passen scheint. Natürlich wegen dieses Katzenbechers. Nur am Farbkonzept muss irgendwie nochmal gearbeitet werden. Ansonsten ist selbst der Unterrichtsschluss um 17.15 Uhr mal sehr idyllisch. Meine Videos kommen übrigens als Begleitung meines eigentlichen Unterrichts zum Einsatz. Ich arbeite allgemein nur, wenn es wirklich inhaltlich Sinn macht mit digitalen Medien.
Mein wichtigstes Medium im Unterricht ist und bleibt die analoge Tafel. Meine Unterrichtseinheiten bereite ich meistens so vor, dass wir im Unterricht aus den Materialien Informationen herausarbeiten, aus denen wir dann im Laufe der Stunden gemeinsam ein Tafelbild erstellen. Oder es gibt schon vorgefertigte Lerntheken, aus denen sich die SchülerInnen Aufgaben zur individuellen Vertiefung auswählen können. Dabei raus kam übrigens unter anderem dieses Kunstwerk. Danke! Das Schimpfsche Entspannungsprogramm besteht ganz oft aus materieller Grundversorgung. Frei nach Brecht, erst das Fressen, dann das Putzen. Sojabohnen machen mich zwar kontinuierlich fertig, aber... Oh, was lecker! Wo wir gerade bei Sascha sind. Das verkrafte ich auch einfach nicht mehr länger. Dagegen war Haare färben lassen die reinste Entspannung. Mein eigentlicher Zeitvertreib besteht meistens aus draußen sein, bei der Familie sein. Und wieder draußen. Und wieder Familie. Und wieder drin bouldern. Mit der Familie. So, jetzt zeige ich euch noch mein Fundstück des Jahres und dann habt ihr echt genug gesehen. So Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn euch die inhaltlich relevanten Sachen auch weiterhin gefallen, dann abonniert meinen kleinen Kanal und empfehlt ihn gerne weiter. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald!